So, hi Leute, herzlich willkommen hier heute zu dem Video. Und zwar, ist es nicht cool, man kann jetzt Zaubersprüche spenden, habe ich gar nicht mitbekommen. Ist auf jeden Fall hammer cool. Wir können hier Max Golem auf jeden Fall mal spenden. Und ein Spell, können wir was spenden? Habe ich keinen. Okay, wir machen hier heute ein Video mit Only Hexen Level 3. Die habe ich ja in meinem letzten Video schon abgegradet. Wir machen hier jetzt einmal kurz die Truppen komplett leer. Und dann gammen wir uns ein paar Hexen und dann geht's richtig los. Die sind richtig OP geworden, also wirklich. Da bin ich jetzt, ich mache mich da jetzt wirklich auch, mache mir da ein bisschen Arbeit und versuche da neue Strategien zu entwickeln. Auch mit dem neuen Helden und so. Also das wird auf jeden Fall richtig, richtig interessant. Ganz kurz noch an der Stelle, während ich hier meine Truppen irgendwie setze. Ihr könnt mich gerne auf Instagram abonnieren. Da habe ich so einen Account, habe jetzt mittlerweile 1000 Abonnenten und dort poste ich gerne einfach sowas von meinem Lifestyle ein bisschen. Und das macht mir zurzeit ziemlich viel Spaß und ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich kann hier mal kurz den Helden noch setzen, dass ihr ihn kurz seht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir dann ein Abo dalassen würdet. Ich heiße da Marco.Rotacker. Ich verlinke es aber unten in der Beschreibung, in der Infobox auf jeden Fall. Wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr mir dann ein Abo dalassen könntet. Den Stern haben wir. Wir wollen jetzt nicht, dass unser Held hier noch angegriffen wird. Und wir wollen ja den Hexenangriff jetzt machen. Deswegen beende ich hier jetzt. Wow, 10 Pokale, perfekt. Was will man mehr? So, Clash of Clans bewerten. Später. Ich bewerte später, nachdem ich jetzt alles das auf mich wirken lassen habe. Und dann mache ich eine faire Bewertung auf jeden Fall. Keine Sorge, Clash of Clans. So, wir produzieren jetzt mal die Hexen. Wo sind sie denn? Wo sind denn unsere Hexchen? Hier. Kosten jetzt 450, können jetzt maximal herbeigerufene Einheiten sind 10, das waren davor 5, kosten natürlich jetzt ein bisschen mehr dunkles Elixier, haben ein bisschen mehr Trefferpunkte, ist auf jeden Fall cool. Ich glaube, die Skelette haben die auch was dazu bekommen, ich bin mir nicht sicher. Wir machen hier jetzt einfach mal ein paar. Wow, ich habe kein dunkles Elixier mehr. Wartet mal, dann muss ich jetzt mal kurz schauen, ob ich was in meinem Borgern noch habe. Und sonst müssen wir da was dazu kaufen. Was soll der Geiz? Wir kaufen jetzt kurz noch was dazu. So, wie gesagt, die Juwelen sind mir nicht so mehr so wichtig, weil mir geht es jetzt einfach nur noch um den Spaß am Spiel. Und den habe ich momentan, wenn ich jetzt ein bisschen Juwelen ausgebe. Und was bringt es mir, wenn ich die spare? Also bitte deswegen nicht haten. Wir machen hier jetzt auf jeden Fall mal die Hexen fertig. Und dann geht es gleich los. Und im nächsten Video werde ich dann einen Only-Lakaien-Angriff machen, weil die Lakaien, ich kann euch hier einen das machen wir im nächsten Video dann, die Lakaien auf Level 7. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall alles voll. Ich weiß nicht, was sich an den Hexen verändert hat. Vom Aussehen, sie sehen irgendwie goldener aus, also da ist mehr Gold an ihnen, glaube ich, kann das sein? Also, fällt mir jetzt aber gar nicht so viel auf. Ich würde mal sagen, wir suchen jetzt 1, 2, 3 Klicks und einen Gegner. Es geht jetzt hier nicht darum, dass wir 3 Sterne holen, sondern einfach mal, um zu zeigen, dass die Hexen auf jeden Fall besser geworden sind und dass man die auf jeden Fall wahrscheinlich wieder gut in neue Strategien mit einbringen kann. Und ich denke auch für die Defense, also für die Defensive, sind die wieder wahrscheinlich schon von Bedeutung, weil da hat man ja jetzt zeitweise die Hexen nicht mehr verwendet. Ich werde mir da auf jeden Fall viele Gedanken machen, viele neue Strategien machen. Ich bin wieder mega motiviert. Es tut mir leid, dass keine Videos kamen. Jetzt sind wir aber wieder voll dabei. Genau. Ich werde in Zukunft wahrscheinlich auch wieder Vlogs bringen. Wenn ihr da auf das alles wieder Bock habt, auf jeden Fall einen Daumen da lassen. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier einen Gegner finden. Das darf es doch nicht sein. Und sonst greifen wir jetzt den nächsten Gegner an. Wir suchen jetzt noch zweimal, weil wir haben jetzt auch keine Mauerbrecher und so dabei. Aber nichtsdestotrotz, wir suchen jetzt noch einen Klick noch. Nach dem Dorf, was jetzt kommt, noch einen Klick. Und so, das Dorf greifen wir jetzt auf jeden Fall an, das jetzt kommt. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Okay, sehr cool. Ich würde mal sagen, wir greifen von wo greifen wir an? Greifen wir von hier an? Von hier unten, würde ich sagen. Wir platzieren sie jetzt mal alle hier in der Ecke und schauen mal, was passiert. Wir schauen jetzt einfach mal. Okay, schaut euch das mal an.
Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen krank. Wir setzen hier auf jeden Fall unsere Helden mit, setzen jetzt hier vielleicht sogar mal, die Gefrierzauber setzen wir an innen. Ich würde mal sagen, wir setzen hier einen Wutzauber und schauen mal, dass die mal hier ein bisschen abgehen. Wir setzen hier drauf jetzt einen Gefrierzauber, der war auf jeden Fall sehr gut. Wow, jetzt gehen sie nach innen. Wir setzen hier jetzt den nächsten Gefrierzauber. Wow, der war auch sehr gut. Und den nächsten Gefrierzauber setzen wir jetzt so, dass er beide Infernos eingefriert. Aktivieren unseren König, aktivieren unsere Queen. Und dann sollte es auf jeden Fall laufen. Oh, hier ist eine Bombe, hier sterben jetzt ziemlich viele. Aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Vor allem, es sind so viele Skelette im Spiel. Der Inferno hat keine Chance, alle Skelette zu zerstören. Der Inferno sollte jetzt gleich down gehen, hoffe ich. Der Inferno müsste jetzt down gehen, damit das was wird. Ich hoffe, er geht down. Und dann können wir hier vielleicht sogar 3 Sterne holen. Wow. Inferno ist down. Wir haben noch unglaublich viele Hexen. Die Ability von dem neuen König, die können wir erst ab Level 5 benutzen. Den werde ich nachher auf jeden Fall auch noch auf Level 5 hochziehen, damit wir da gleich ein paar Angriffe und Strategien entwickeln können. Aber das sind ganz easy 3 Sterne gewesen, ohne jetzt viel Strategie dabei zu benutzt haben. Wir haben es einfach auf einen Punkt gesetzt und ja, GG, Alter, easy win auf jeden Fall. So, wo ist unser Barbarenkönig? Der ist hier noch. Wir haben hier jetzt noch ein paar Gebäude, die sind aber nicht mehr relevant. Die können uns auf jeden Fall nicht den Sieg nehmen. Schaut euch mal die Armee von Skeletten an. Wow. Ich glaube, die Skelette haben sogar mehr Leben dazu bekommen noch. Und, hier eine kleine Minibombe noch und 100%. Super. Also, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr wieder von mir wollt, dann auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Abonniert mich, wie gesagt, auf Instagram, dann bekommt ihr ein bisschen was von meinem Lifestyle mit. Dort heiße ich marco.rotacker. Ich habe es in der Infobox verlinkt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich lasse auch ein paar Likes bei euch dann auf Instagram da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video mit den Level 7 Lakaien. Ciao, ciao.